Zwei Pfade? Welchen sollen wir nehmen? In dieser Nacht hatten Joshua und Daniel den gleichen Traum. Vater? Was ist los mit euch, meine Söhne? Ihr seht so besorgt aus. Wir wissen nicht, welcher der zwei Pfade auf den Berg führt. Ah. Wenn alle Hoffnung schwindet, orientiert euch an eurem Herzen. Es weist den rechten Weg hinauf. Wir hatten haargenau den gleichen Traum. Welchen Pfad sollen wir also nehmen? Wir müssen nach links gehen. Was? Er sprach vom Herzen, das sitzt links, also ist links der richtige Pfad. Nein, nein. Er meinte, wir sollten auf unser Herz hören, denn es würde uns den rechten Weg weisen, also müssen wir nach rechts. Genauso hat er es nicht gemeint, du Trottel. Wenn du nach links gehst, dann kannst du auf mich nicht mehr zählen. Und wenn schon, wer braucht denn dich? Wir können gut auf dich verzichten. Kommt, wir gehen. Aber ich finde, Joshua hat recht. Machst du Witze? Die Nachricht bedeutet, geht nach links. Nein, bedeutet sie nicht. Du hast doch keine Ahnung. Der Streit wurde immer heftiger, bis die Wege der Familie sich tatsächlich trennten. Rachel und Gideon gingen mit Joshua nach rechts, während Daniel, Malachi und Sarah sich nach links wendeten. Aber wie wird es Rachel und Gideon ergehen? Sie werden irgendwo stecken bleiben und wir werden nie wieder etwas von ihnen hören. Was? Sind selber schuld. Sie haben den falschen Weg gewählt. Von den anderen wird man nie wieder etwas hören. Was? Das hier ist der Weg nach oben. Oh nein, wir haben den falschen Weg gewählt. Nein, das ist der richtige Pfad, ohne Zweifel. Seht mal. Da kommen wir doch niemals hinauf. Niemand hat behauptet, dass es Kinder leicht wird. Kommt mit! Möchte wissen, wie es den anderen geht.